Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Da bin ich noch gar nicht fertig gewesen mit Ausbau der Fabriken, sehe ich gerade. An und für sich könnte es durchaus sein, dass das die letzte oder zumindest eine der letzten, also was heißt durchaus sein, ist auf jeden Fall eine der letzten Aufnahmerunden, die ich mache. Wir haben immerhin nur noch etwas mehr als 2 Jahre bis zum Ende des Spiels. Streikbrecher. Ach ja, er braucht schon die Oberschicht. An und für sich habe ich noch genau ein großes Ziel, eigentlich 2 Ziele. Das wirklich große Ziel wäre es, noch Orissa irgendwie in unserem Staat zu integrieren. Problem dabei ist natürlich, so wie immer, dass ich einen Kriegsgrund kriege. Das ist gar nicht so einfach. Ah, die Weihnachts- und Kokosinseln sind auch schon fast voll, bist du wahnsinnig. Wir füllen unsere Fabriken mit Leuten. Unfassbar. Wie schnell das geht. Nein, geh weg. Will ich nicht sehen. Ich will einfach nur diese Plusse da drücken. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. So. Geschichtstheorie. Machen wir die Geschichtstheorie. Wieso nicht? Hey! Wir sind auf über 25 Infamie. Großartig. Das gefällt mir nicht. Jetzt muss ich diese War of Containments bis zum Schluss noch kämpfen, anstatt Orissa zu erobern. Das Osmanische Reich, das ist gut. Die können mir wenigstens nicht allzu viel entgegensetzen. Vielleicht kann ich in diesem Krieg noch wenigstens irgendwie... Ja, War of Containment. Tunis, Algerien, die Osmanen. Oh, das ist auch italienisch. Und das ist italienisch. Dann fahren wir mal daher. Schauen wir mal, was passiert. So, was haben wir dann da? Haben wir irgendwelche Grenzen zu Frankreich? Portugal. Ist nicht angrenzend. Interessant, warum Italien das macht. Die waren bis vor kurzem noch mit mir verbündet. Arg. Schweden hilft nicht mit, ist eh klar. Und Deutschland hilft natürlich den Franzosen. Und die Niederlande auch. Naja. Das heißt, wir werden die letzten 2 Jahre hauptsächlich damit verbringen, Krieg zu führen. Das ist aber nicht schlecht, was die da haben an Truppen.
Wir tun so, als würden wir das gar nicht erst sehen. Was die dann Truppen haben. Schauen wir mal, mit wem wir denn im Krieg sind. Ah, aber zu den Osmanen könnten wir über Persien kommen. Das heißt, sie werden nicht akzeptieren. Die sind meine... Ach Gott. Jetzt habe ich einen Typen umsonst rausgeschickt. Nein, nein, nicht verschlechtern, verbessern. Ich habe gerade noch überlegt, wie ich... wie ich mein zweites Ziel, nämlich ein möglichst großes... Das ist auf jeden Fall kein Weltkrieg. Möglichst viele Einwohner zu kriegen. Schwer zum sagen, ob sich das mit dem Krieg ausgeht. Ich glaube, ich werde eher zusammengeschlagen werden. Das sind doch recht viele aus dem Deutschland auf ihrer Seite. Na, vielleicht sollten die zwei zusammenbleiben. Ja, du gehst daher und du gehst daher. Da 71.000 Italiener. Nicht schlecht. Auch daher. Ja, machen wir doch glatt. Na, immerhin, England wird uns nicht den Krieg erklären, um irgendwelche Sachen zurückzuerobern. Ach nein, bleibt da stehen und geht da. Oder? Nein, 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 nein. Jetzt doch daher. Hier bleibt's da. Geht daher. Ausgezeichnet sind nur noch 83.000. Und warum lasst sie uns nicht durch? Ach weh, wenn ihr uns hasst. Panzerbrechende Sprenggranaten. Ausgezeichnet, impressionistische Musik ist auch nicht schlecht. Wir bauen noch eine Armee in der Zwischenzeit. 1, 2, 3, 4.1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, und noch 1,
bleiben. Ausgezeichnet. So, dann schauen wir mal. Nein, falsch, das da wollte ich. Sammeln wir die Leute. Sammeln wir sie hier. Fast daher. Die Schlacht von Boma haben wir gewonnen. Ah, verdammt. Habe ich total vergessen. Wir haben ja hier noch. Geht noch ein Panzer. Können wir da auch hin? Nö. Aber wir können noch. Ein Kuna. Gehst mal da nach Goha. So, du gehst daher. Du gehst daher. Okay. Gehst daher. So, wir brauchen mehr Geld für das Militär, weniger Geld dafür, mehr Geld. Und sollte er etwas Subsidies kriegen? Ja, wieso nicht? Schauen wir mal, ob wir diese 86.000 Mann erledigen können. Ihr Deutschen, kommt her und lasst euch von mir erledigen. Ha, die haben noch keine Gasverteidigung. Das ist ja cool. Das ist sogar ausgezeichnet, ist das. So, und du bist daher und holst noch ein paar Leute. Oh, die haben schon eine Gasverteidigung.
So, da gewinnen wir scheinbar gegen die Holländer, das ist wichtig. Das scheinen wir da eher nicht zu gewinnen. Ist okay. Kommt schon, steig's aus den Schiffen aus, bitte. Hinterher. So, wartet's mal. Da haben wir jetzt zwei Schlachten gewonnen, das ist einmal ganz gut. Ist okay. Oh! Wir haben die Franzosen vollkommen vernichtet, die Italiener vollkommen vernichtet. Die hingegen können weg nach Ngele und nach Kismayo. Nach Ngele ist eine kleine Einheit und nach Kismayo ist relativ groß. Wo ist Kismayo? Auf nach Ngele. Und die bleiben da und rasten sich kurz aus. Ausgezeichnet, ich glaube, wir können da einiges an. In Boma haben wir noch einmal Deutsche erledigt. Wo gehen die nicht hin? Nach Nkuna. Wo ist Nkuna? Da oben, oder? Das ist Nkuna. Na dann, hinterher. Ausgezeichnet. Du gehst nach Klart. So, dann fährst du weiter nach Rajkot und holst die hier. Das sind 19.000 Mana, die mit denen werden wir ja wohl irgendwie fertig werden. General, nein! Ist gut. Wir haben wieder kein Geld. Ist mir aber relativ egal. So, das Wichtigste wäre halt. Ah, nein.
Die haben sich erholt. Wir hätten gleich nachsetzen sollen. Schön. Ihr erholt euch auch. Du gehst dafür runter. Verdammt. Verdammt. Die Holländer haben sich wieder vereinigt. Nicht gut. Immerhin die Deutschen scheinen nicht loszuwerden. Wo bist du hin? Nach Nizza. Mal daher. Ach, die haben noch immer überlebt. Osmanen. Die habe ich total vergessen. So, Schipanakel. Du fährst nach Djibouti. Damit wir da auch noch ein paar Truppen haben. So, das heißt, wir müssen unsere Marine wieder etwas verbessern. Die letzten paar Monate dieses Spiels. Russland hat Reserven mobilisiert. Wo kämpfen denn die? Ah, gegen Schweden. Gut, dass Schweden mich verlassen hat. Okay. Und die verlieren eh auch die Schlacht. Irgendwie ist das traurig. Die kämpfen da zu zwei Großmächte, noch dazu die Nummer 1 an Großmächten. Wartet mal. Kann ich mir dann irgendetwas Hübsches von Italien holen? Mittelägypten zum Beispiel. Wenn ich schon den Krieg führen muss. Ich würde ganz gerne ein Kriegsziel hinzufügen. Okay. Die Niederlande haben da einige hübsche Regionen. Wo sind denn da bevölkerungsreiche Regionen? Die sind ja gar nicht so bevölkerungsreich wie meine. Schade eigentlich. In Sudan vielleicht. Oh, da holländisch Amhara. Ist auch äthiopisch Amhara? Nein. Ja, holländisch Amhara wäre zum Beispiel deswegen ganz gut, weil
Dann hätte ich meine Amhara-Region Gardens. Und sind eigentlich auch nicht so wenig Leute drinnen. Besten wäre es, wenn wir Deutschland irgendwie aus dem Krieg rauskriegen würden. Tja, kann man nichts machen. So, hier geht's daher. Das Gebiet kann ich besser. Okay. Ist okay. Ja. Yay, wir haben es ja doch noch geschafft und haben die Deutschen entsorgt hier. Das heißt, wir gehen mal daher und beginnen da mal die holländischen Gebiete zu erobern. Du gehst daher, du gehst daher, du gehst daher. Da drüben, glaube ich, kann ich die angreifen, ohne dass ich große Gefahr laufe. Okay, du gehst daher als Ersatz. Du kommst daher. Also wenn wir da gewinnen, ist er auf jeden Fall weg. Ja, ist okay. Um euch kümmern wir uns auch noch, keine Sorge. So, du gehst mal. Na, vielleicht gehst du. Vielleicht gehst du auch darüber und unterstützt den da drüben. Gustav von Schmoller, mal schauen. Eduard Bernstein und Robert Torrens. Ja, verdammt. An wen? An Tunis? Wie ist Tunis da drüber gekommen überhaupt? Ach Gott, wir brauchen mehr Schiffe, wir hätten mehr Schiffe bauen sollen in den letzten Jahren. Das geschieht uns recht. In Wirklichkeit geschieht es uns recht. So, Nizwa. Ja, ist mir auch wurscht. Und für sich sollten wir diese Schlacht schon gewinnen. So wenig Truppen hat er auch wieder nicht. Was? Ist okay. Ausgezeichnet.
So, ich glaube mal, wir sollten stärker sein als die verrückten Türken. Okay, da mit den Holländern werden wir auch fertig. Du gehst auch daher und hilfst beim Besiegen. Ja, schade. Aber da haben wir die zwei Generäle, also so gesehen sollte das noch egal sein. Ah, okay. Machen wir da gleich einen General rein. Die Schlacht ist echt fürchterlich. So, in Gele ist niemand übrig geblieben. Ausgezeichnet. Du gehst daher. Ich würde ganz gerne ein Kriegsziel hinzufügen gegen diese ganzen Wappler. Weil wenn ich schon diese War of Containments kämpfen muss, dann will ich auch wenigstens. Dann will ich wenigstens auch. So, du brauchst auch einen General. Der Herr Sin ist ganz gut. Okay. Feste Wechselkurse braucht mehr Geld. Achso. Okay, schaut aber irgendwie nicht so schlecht aus derzeit. Zumindest solange Diego Garcia da. Wer ist denn Diego Garcia? Verdammte Holländer. Wow, elende Schibernakeln. Okay, dann bauen wir einfach auch noch flottenmäßig was auf. Wir bauen noch ein paar Schlachtschiffe. Für mich geht eh nicht. Die werden, glaube ich, alle hier gesammelt irgendwo.
auf zum Golf von Suez. Oh, China hat uns den Krieg erklärt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben da eh noch ein paar Truppen rumstehen. Gegen wen kämpfen wir denn da in dem Krieg? Nur gegen China? Naja, okay. Die sollen mal herkommen. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich gegen die Krieg führen soll. Meine Schiffe sind eh jetzt schon nicht mehr. Also zumindest da tüften wir mal die Holländer dürften wir mal in Afrika besiegt haben. Das ist mal ganz nett. Ich würde auch ganz gerne Kriegsziele hinzufügen, aber das geht mit meiner Partei hier nicht. Das ist doch ärgerlich. Könnten wir bitte diese Italiener endlich entsorgen? Ist okay. Endlich. Bist du wahnsinnig, wie viel ich da verloren habe? Also gegen Italien möchte niemand mehr kämpfen. Die sind ein Wahnsinn. Aber wir haben auf jeden Fall eine ziemlich monstermäßige Armee von ihnen zerstört. So, 1934. Ich glaube, es sind noch 2 Jahre jetzt, genau. Inventarplanung. 2 oder 1, ich weiß es nicht, ob es mit 1. Jänner 1936 oder 35 aufhört. Gebiete. Okay. Mal um die Tunesier da. So, machen wir da weiter, damit unsere Marine ein bisschen aufholt auf die anderen. Stellt sich mir jetzt die Frage, wie kommt China zu mir? Wenn mit Schiffen kommen, du nach Kalkutta, bis daher. Ich
Ich weiß nicht genau, wie sie angreifen wollen. Vielleicht kommen sie auch da über die Berge. Was weiß ich. Irgendwie werden sie es schon schaffen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wäre auch nicht so schlimm, wenn sie dort bleiben, wo sie sind. Okay, du gehst nach Habak. Okay. Ja, der Sudan, das wäre schon eine schöne Region an und für sich. Aber wie schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch schaffe. Na, immerhin sind wir schon auf 5,069. Ist okay. Schau mal, Scheik, ausgezeichnet. So, du musst mir da jetzt ein paar Truppen. Auf nach Mongo. Das sind dort die Gebiete, die wir damals mit Österreich gelagert haben. Ah, ich sehe gerade, ich spiele schon irre lang. Ich werde euch für heute mal Tschüss sagen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.